Moin, ich bin Anna und heute machen wir weiter mit den Modulanmeldungen. Für Konfi 9 hatten wir schon mal ein Video gemacht, wie ihr euch registrieren könnt. Und jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert mit den Anmeldungen zu den Modulen. Ja, hallo, ich bin Carsten und ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt mal an einigen Beispielen, wie das mit der Anmeldung für die Modulen so vor sich geht. Also, ich muss mich wahrscheinlich wieder anmelden. Genau, mit dem Passwort, was du ja auch schon beim ersten Mal eingegeben hast. Das habe ich gespeichert. Anmelden. Startseite. Willkommen, Anna. Okay, da sind jetzt drei Blöcke rot markiert. Block 1 Gott, Block 2 Jesus und Block 3 Heiliger Geist und Gemeinde. Genau. Was muss ich tun? Ja, wenn du konfirmiert werden willst nächstes Jahr, dann musst du dir aus jedem dieser Blöcke ein Thema aussuchen. Und da kannst du dir Zeit nehmen, kannst gleich ein bisschen genaueres über die einzelnen Themen erfahren. Falls du nicht Konfi 3 gemacht hast, als du in der dritten Klasse warst, müsstest du dir noch ein zusätzliches Modul auswählen. Aber eigentlich geht es jetzt darum, dass du guckst, was gibt es denn Interessantes, was ich mir aussuchen könnte und passt das in meinen Kalender und ja, schauen wir mal. Okay, also ich gehe mal auf Module und dann ausstehen Teilnahmeverlauf, Anmeldung oder Beschreibungen. Bei Anmeldung kannst du schon direkt sehen, welche Termine und welche Themen es gibt, aber wahrscheinlich wirst du ein bisschen mehr über die einzelnen Themen wissen wollen. Das erfährst du bei Beschreibung. Da steht zu jedem einzelnen Modul ein kleiner Text, der dir bei der Wahl helfen kann. Okay, nehme ich zum Beispiel Gerechtigkeit und Verantwortung. Hier gibt es auch das Gleiche mit einer Klammer 2 dahinter. Was bedeutet das denn? Genau, das ist wichtig, dass du als Konfi nicht beides anwählen würdest, also nicht Gerechtigkeit und Verantwortung 1 und 2, sondern nur eins von den beiden, weil das ist derselbe Inhalt an zwei unterschiedlichen Terminen. So, wenn du sagst, Gerechtigkeit würde ich gerne als Thema machen, aber 1 kann ich nicht belegen, weil da habe ich Fußball, aber bei 2 hätte ich Zeit. Dann wählst du dir aus unseren Angeboten das mit der 2. Okay, dann nehme ich mal Gerechtigkeit und Verantwortung. Ah, da sehe ich ja die Termine ja auch schon gleich. Ah ja. Okay, ich denke, das passt. Das interessiert mich. Block 1 habe ich jetzt schon einen. Dann muss ich aus Block 2 auch noch einen wählen? Ja, machen wir da Block weiter. Block 2, neben Jesu, Klammer 2 zum Beispiel. Bei Pastor Bergfried. Ach so, und das eine war bei Jugendreferent Maat. Richtig, also wenn du die große Vielfalt haben willst, dann suchst du dir nicht nur Themen, die dich interessieren, sondern auch drei verschiedene Leute. Dann lernst du die Gemeinde noch mehr oder besser kennen. Ah, okay. Ich schau mal auf der nächsten Seite. Das sind ja ganz schön viele Angebote hier. Wow, okay. Block 3 brauche ich. Achso, du hast Leben Jesu gewählt gerade, ja? Ja, genau. Okay. Klammer 2. Block 3, Heiliger Geist und Gemeinde, eine Welt, Klammer 1. Das hört sich gut an, bei Pastor Plenta. Ja. Anmelden. Okay, jetzt habe ich 3 ausgewählt. Was muss ich jetzt tun? Ich würde immer sagen, verlass dich nicht nur auf das, was im Laptop abgespeichert ist, sondern nimm auch deinen Kalender und trag die Termine und am besten auch die Namen der Leute, mit denen du zu tun hast, schon mal so ein. Dann kannst du, ohne an den Computer zu müssen, auch wenn du am Tag des Moduls im Gemeindehaus bist, sehen, aha, ich muss jetzt zu Pastor Bergfried, vielleicht steht sogar im Kalender dann Konferenzraum und du kannst relativ schnell finden, wo deine Gruppe ist. Ich sehe mal unter Module, da steht jetzt ausstehend 3. Genau, die von dir gewählten Module. Ah ja, und das sehr ist eine Übersicht, wo man sich, glaube ich, dann die Termine auch gut von eintragen kann. Dann trage ich die mal in meinen Kalender ein. Zum Beispiel da habe ich jetzt schon eine Feier. Kann jetzt nicht mehr. Das ist kein Problem. Also wir haben ja gesagt, es gibt die Themen zweimal. Du könntest jetzt gucken, ob es dir an einem anderen Termin besser passt. Also ich würde gerne eine Welt machen, aber eine Welt 1 passt mir nicht. Dann gehe ich also auf Module, Anmeldungen. Suche wieder eine Welt, aber mit 2. Genau. Eine Welt 2, da habe ich es gefunden. Dann melde ich mich dazu an. Schaue wieder auf meine ausstehenden Module.
Hab jetzt 4, aber der eine muss ja weg. Ach, den musst du noch löschen. Eine Welt 1 hatte mir nicht gepasst. Okay, einfach abmelden. Mhm, ja, ein Klick. Oh ja. Jetzt habe ich 3 und aus jedem Block 1 und genau. Die Termine, so wie sie mir passen. Genau, ein viertes Modul brauchst du nicht, weil du Konfi 3 gemacht hast. Hm. Damit hättest du eigentlich schon alles gemacht, musst nur noch pünktlich zu den jeweiligen Terminen erscheinen. Okay, ja super. Das war's? Ja, in Civitas kannst du dich ja immer anmelden, wenn du Fragen hast. Und es kann sein, dass vielleicht mal ein Modul nicht stattfinden kann, weil zu wenig Anmeldungen da sind. Ach so. Aber dann würde ein Rundmail geschrieben und die Konfis, die sich dafür gemeldet haben, kriegen auf jeden Fall im Vorfeld Bescheid und haben dann die Möglichkeit, sich anderweitig was zu suchen. Okay. Ja, das ist gut, wenn ich vorher nochmal Bescheid bekomme. Aber ich werde jetzt nicht daran erinnert, dass das stattfindet oder so? Nee, also die Termine würde ich mir tatsächlich, wie du das schon gemacht hast, in einen anderen Kalender übertragen. Und ich würde auch ab und zu mal in Civitas reinschauen, ob eine Mail gekommen ist. Mhm. Ja, damit man wirklich weiß, ups, nächste Woche Mittwoch findet gar nicht statt. Und ja, wenn man Fragen hat, kann man sicherlich auch eine Mail schreiben und diese beantworten lassen. Cool. Super. Okay. Na dann hoffen wir, dass ihr das soweit hinkriegt und das Thema findet, was euch interessiert. Vielleicht sieht man sich mal. Tschüss. Ja, wir freuen uns auf euch. Tschüss.